Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden und diesmal sogar Sonderfolge von Minecraft. Ich begrüße erstmal hier meinen Bekannten, den Sandrik. Der weiß auch noch nicht so ganz von seinem Glück, mit was ich ihm überraschen will. Vielleicht kann er sich es ahnen, aber erstmal hallo. Hi, grüß dich. Ja, ich habe mir heute was Spezielles vorgenommen. Ich will das schon lange bauen. Mich nervt nämlich, mir fehlt es. Und zwar ist es den WLAN-Zugang zu unserem Computer. Deswegen habe ich hier auch schon meine Kiste. Da liegt ganz viel Nützliches drin. Ich nehme das jetzt mal alles raus, denn alles, was hier drin liegt, wird gebraucht. Bis auf diesen Rucksack. So, was brauchen wir für einen WLAN-Zugang? Da hätten wir als erstes mal eine Antenne. Das ist der drahtlose ME-Zugangspunkt. Dafür brauchen wir den Drahtlosempfänger, einen Kalkulationsprozessor und das Glaskabel. Dementsprechend bauen wir erstmal den Drahtlosempfänger. Dafür brauchen wir eine Fluxperle. Ja, die Fluxperle ist natürlich ein bisschen kompliziert, aber es geht. Wir nehmen eine Enderperle in die 5, wir nehmen Fluxstaub in die 1, 3, 7 und 9. Fluxstaub bekommt ihr, indem ihr Fluxkristalle zermalt. Dann nehmen wir noch Fluxkristalle in die 2, 4, 6 und 8 und wir bekommen eine Fluxperle. So, jetzt haben wir eine Fluxperle. Was ich natürlich vergessen habe, ist die Quarzfaser. Die ist mir gar nicht aufgefallen, die muss ich jetzt noch schnell holen. Wir haben Quarzfasern. Wir haben ja in irgendeinem von den vielen ME-Workbenches ja ganz viel Quarzfaser. So, dann komme ich auch direkt wieder zurück. So, dann bin ich wieder hier. Jetzt können wir da wieder eingeben. Ich mache das immer mit ME-, dann habe ich alles, was von ME ist. So, finde ich es jetzt auch direkt auf Anhieb? Nein, dann machen wir das so, weil es nicht ME heißt. Was tust du denn? Ich baue jetzt diese Antenne, indem ich jetzt die Fluxperle in die 2 lege, die Quarzfaser in die 5, ein Eisenbarren in die 4, 6 und 8. Und somit haben wir einen Drahtlosempfänger. Jetzt ist mir natürlich gerade noch eingefallen, wir brauchen ja tatsächlich 2 von diesen ganzen netten Dingern. Deswegen bauen wir nochmal schnell eine nach. Also nochmal in die 1, 3, 7 und 9 den Fluxstaub, den Fluxkristall in die 2, 4, 6, 8, die Enderperle in die 5, dann haben wir die zweite Fluxperle. Die legen wir wieder in die 2, die Quarzfaser in die 5 und die Eisenbarren in die 4, 6 und 8. So, damit haben wir einen zweiten Drahtlosempfänger. Eigentlich ist es ja ein Sender, aber den müssen wir dann natürlich noch zum Sender umbauen. So, aber gehen wir weiter mit der Antenne. Jetzt haben wir auch alles, was wir dafür brauchen. Dafür nehmen wir jetzt den Drahtlosempfänger in die 1, einen Kalkulationsprozessor in die 4 und ein Glas-ME-Flux-Glaskabel in die 7 und wir haben den drahtlosen Zugangspunkt. Den nehmen wir und bauen ihn schon mal oben an. Und zwar an einen freien Kanal. Dafür kletter ich mal unser schönes Gerüst hier hoch. Steig hier oben drauf. Und dann wollen wir mal gucken, wo haben wir denn noch hier Kanäle frei. Das ist ziemlich voll. Das Grüne ist noch frei. Dann klemme ich das jetzt einfach mal hier dran. So, so sieht das Ganze aus. Hier können wir noch Reichweitenverlängerer reinlegen. Das zeige ich euch nachher noch. Momentan haben wir 16 Meter Reichweite um diesen Empfänger. Oder ist das Kabel schon voll? Nein, jetzt ist es, jetzt ist der Kanal da. Jetzt ist er auch aktiv, das Lämpchen leuchtet. Gut, dann können wir wieder runtergehen an die Konsole. Ja, der Sandrik, der mag das ja gar nicht, dieses WLAN. Ich kann es gar nicht verstehen. Der hat das noch nicht so wirklich ausprobiert. Ich kenne das ja von einem alten Server. Ich weiß nicht, wofür man das nutzen sollte. Ja, das ist einfach ganz toll. Ich zeige euch das auch nachher mal, für was man das tatsächlich benutzen kann. So, aber jetzt wollen wir ja noch die Konsole bauen. Beziehungsweise den Sendeempfänger sozusagen. Jetzt
gehe ich einfach mal drahtlos und da ist er auch schon. Drahtlose Zugangskonsole. Die wird gebaut aus einem Drahtlosempfänger, einer Konsole und einer dichten Energiezelle. Oha. Das heißt, wir müssen erstmal eine dichte Energiezelle bauen. Was bauen wir jetzt? Eine Konsole oder was? Eine Konsole habe ich schon. Die dichte Energiezelle, die wird gebaut aus einem Kalkulationsprozessor und vielen Energiezellen. Dann wollen wir mal gucken. Die einfache Energiezelle, die wird gebaut. Brauche ich dazu Quarzglas? Das muss ich jetzt nochmal schnell nachgucken. Quarzglas brauchst du, aber ich würde vorschlagen, dass du einen reinen Zeitus nimmst, weil das ist das günstigste, was hier angeboten wird. Ja. Reiner Zertus. Also wir versuchen immer, wenn möglich, reinzunehmen, denn da verdoppelt sich ja unser Output sozusagen. Quarzglas haben wir auch da. So, dann wollen wir nochmal gucken, die Energiezelle. Da ist sie. Zack. Sie wird gebaut mit reinem Zertus in der 1, 3, 7, 9. Wir nehmen wieder Fluxstaub in die 2, 4, 6, 8 und ein Quarzglas in die 5. Und wir haben eine Energiezelle. So, jetzt mit der Energiezelle wollen wir ja die dichte Energiezelle bauen. Du brauchst ja 8 Stück davon, gell? Ach ja, richtig. 8. Ja, das war jetzt natürlich wieder mein Fehler. Da war ich zu schnell. Du kannst einfach drauf drücken. Der nimmt das aus dem Computer raus. Wenn wir das alles im Computer haben... Ja, wir haben alles. Das ist sehr schön. Das habe ich zu viele gebaut, aber das macht nichts. Vielleicht willst du ja später auch noch welche haben. So, für die Dichte brauchen wir den Kalkulationsprozessor, den ich hier habe, in die 5. Und außenrum die normalen Energiezellen. Und wir haben eine dichte Energiezelle. Dann müssen wir weiterkommen. Kannst du mir mal die Spinne vom Hals schaffen, bitte? Jetzt nicht weglaufen hier. Nee. So, jetzt warte ich aber auch noch auf dich. Dann wollen wir mal schauen. Ja, jetzt geht's weiter. Wir nehmen den Drahtlosempfänger, den wir vorhin schon gebaut haben, und legen ihn in die 1. Eine ME-Konsole in die 4. Die zeige ich euch auch gleich noch, wie man die baut. Und die dichte Energiezelle in die 7. Und wir bekommen den drahtlosen Zugangskonsole. So, ich fliege jetzt mal kurz nach oben und lass die schon mal hier aufladen in unserer MFSU. Und dann komme ich auch schon wieder runter, während das Ding auflädt. Und dann wollen wir nochmal schnell gucken nach einer ME-Konsole, wie die gebaut wird. Die Standard-ME-Konsole, da ist sie, wird gebaut mit einem Leuchtfeld in der 1, einem Formationskern in der 2, einem Annihilationskern in der 3. Und einem Logikprozessor in der 4. Wie diese ganzen lustigen Dinger gebaut werden, da kannst du mir gerade mal folgen. Dann gehen wir doch mal in unser ME-Haus. Da haben wir nämlich die ganzen Rezepte auch gespeichert. Das ist hier das Leuchtfeld. Braucht Glowstone in der 2 und in der 8. Quarzglas in der 3, in der 6, in der 9, in der 5 ein Redstone. Und in die 4 ein Eisenbahn. Das gibt dann 3 Leuchtfelder. Die Formationskerne, Zertuskristall, rein oder normal, in die 1, Flugstaub in die 2, der Logikprozessor in die 3 und der Annihilationskern. Dafür brauchen wir Netherquarzkristall, kann rein sein oder auch normal. Flugstaub in die 2, den Logikprozessor in die 3. Die Prozessoren werden ja hinten der Gravurmaschine gefertigt, das haben wir euch ja auch schon gezeigt. Man kann ja noch mal kurz gucken, so sehen die Maschinen aus. Da haben wir hier den, hier ist zum Beispiel jetzt eine Druckplatte für einen Konstruktionsdruck drin. Die haben wir zuletzt gebaut. Da wird Silizium mit hergestellt und diese Prozessoren. Ja, dann sind wir soweit, dass wir diese WLAN-Konsole in Betrieb nehmen können. Und dann werden wir auch gleich schon feststellen, dass wir da ein kleines Problem haben. Beziehungsweise eigentlich weniger ich, als vielmehr der Sandrick. Ja, weswegen ich die Anlage auch gar nicht mag. Beziehungsweise nein, eben noch nicht. Das Problem, dazu kommen wir noch. Ich kann jetzt die Konsole rechts anklicken und wir sehen,
Es passiert nichts. Allemal flimmert mein Bildschirm ein bisschen. Das heißt, ja, wir müssen jetzt eigentlich das Ding noch konfigurieren, dass das auch mit unserem Computer sprechen kann. Was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir dieses Teil hier, die ME-Sicherheitskonsole. Und die wird gebaut wieder aus ganz vielen Sachen, unter anderem der ME-Truhe. Deswegen fangen wir mit der ME-Truhe einfach mal an. Jetzt habe ich, glaube ich, die Konsole natürlich schon verbaut. Und wir haben auch keine mehr. Ja, dann müssen wir uns noch mal schnell eine Konsole bauen gehen. Dazu gehen wir noch mal zurück in das ME-Haus. Und wollen mal hier schauen. Ja, wir müssen natürlich wieder von ganz von vorne anfangen. Wir brauchen den Informationskern. Dafür fehlt uns gerade der Fluxstaub und der Logikprozessor. Jetzt kommen wir aber langsam. Ach doch, da drüben haben wir noch welche. So, dann wollen wir mal den Informationskern bauen. Ach so, das brauchen wir auch noch. Jawohl. So, und jetzt fehlt uns möglicherweise noch der Nether Quartz. Wollen wir mal schnell aus dem Computer holen. Reiner Nether Quartz. Und legen ihn mit hier dazu. Dann können wir nämlich den Formationskern bauen. Und ach, jetzt fehlt natürlich noch mehr. Vielleicht haben wir das in den Nachbardingern liegen. Nein. Nein. Glowstone Staub, ja. Aber ich muss noch schnell Quarzglas holen. Also so 100% perfekt war ich mal wieder nicht vorbereitet. Ich gebe es zu. Dabei habe ich das eben doch gefragt. Ja, ich dachte eigentlich, ich hätte alles, aber Kleinigkeiten vergisst man dann auch wieder. So, die Leuchtfelder können wir jetzt bauen. Redstone noch reinlegen. Jetzt haben wir hier drei Leuchtfelder. Und da können wir auch schon direkt umsatteln und wir haben die Konsole gebaut. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Und zwar hier an diese Konsole. Im Prinzip hätte ich ja auch da drin jetzt an der arbeiten können. Aber nun ja, ich mag die hier. So, wir wollten die ME-Truhe bauen. Die wollen wir jetzt mal uns anschauen. So, das die ME-Konsole nehme ich in die 2. Einfaches Glas in die 1, in die 3. ME-Glaskabel Flux in die 4 und in die 6. Dann nehme ich jetzt einen reinen Fluxkristall oder auch normalen Fluxkristall in die 8 und Eisen in die 7 und in die 9. Dadurch haben wir eine ME-Truhe bekommen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Dann brauchen wir noch was. Das habe ich dann aber schon vorbereitet. Nehmen wir jetzt erstmal die ME-Truhe und legen sie in die 2. Einen Eisenbarren in die 1, in die 3, in die 7 und in die 9. Wieder ME-Glaskabel Flux in die 4 und in die 6. Und jetzt ein Konstruktionsprozessor, der ist relativ teuer, der ist nämlich aus Diamanten, in die 8 und eine 16KME-Speicherkomponente in die 5. Die habe ich auch schon vorbereitet und gebaut, die zeige ich euch aber auch gleich nochmal. Und wir haben die Sicherheitskonsole. So, jetzt müssen wir die noch da oben anschließen, wieder irgendwo, wo noch ein Kanal frei ist. Und ich würde sagen, der grüne hier, der ist noch frei, dann nehmen wir den einfach und setzen die mal da drauf. Der sollte sich jetzt verbunden haben. Jawohl, ja. Aber er ist noch nicht. Ja, mal gucken. So. Jetzt ist er angeschlossen auch. Wir sehen, der Kanal ist da. Oh, danke schön fürs ins Bett legen. So sieht das Sicherheitsterminal aus. Jetzt kannst du ja auch mal gucken. Und jetzt nehme ich nämlich, sobald du das auch mal angeklickt hast, meine Zugangskonsole. Ich kann den nicht anklicken. Ah, genau, er kann es nicht anklicken. Da ist das nämlich. Jetzt zeige ich euch auch gleich, warum. Also, ich lege mir hier oben meine drahtlose Zugangskonsole rein und habe sie damit konfiguriert. Und jetzt ist das Problem, weil ich dieses Sicherheitsterminal gebaut habe, hat Sandrik keinen Zugriff mehr drauf. Deswegen empfehle ich euch, sorgt dafür, dass eure Leute das nicht bauen können, weil die können euch aussparen aus eurem Computersystem. Deswegen ist dieses System auch eigentlich kacke. Oder ihr baut einfach selbst dieses Teil. Und dann kann man da aber auch was machen für. Da gibt es nämlich sogenannte Biometriekarten.
Die baue ich jetzt auch mal. Ja, ich kann jetzt nicht mehr mitgucken, weil für mich das Computersystem komplett gesperrt ist. Deswegen gehen wir dann dafür jetzt einfach mal hier drüben an diese andere Werkbank. Da kann auch der Sandrik wieder mitgucken. Nehmen wir die ganz rechte hier. So, löschen wir mal das Feld. Die Biometriekarte. Dafür nehmen wir einen Konstruktionsprozessor nochmal in die 1. Nehmen Eisenbarren in die 2, in die 3. Nehmen Goldbarren in die 4 und in die 6. Und in die 5 kommt noch eine Redstone. Und wir haben eine Biometriekarte. So, ich lege sie rein. Die darfst du jetzt rausnehmen. Und die musst du jetzt, glaube ich, in die Hand nehmen und dann mal mit der rechten Maustaste irgendwie ins freie Feld klicken oder so. Und dann sind da deine Biometriedaten drauf gespeichert. Ja, mit Ducken zusammen. Mit Ducken zusammen, okay. Das musst du sie mir ja wieder zukommen lassen, damit ich die wieder bekomme. So, jetzt habe ich die Biometriekarte und wir sehen jetzt hier auch, die ist konfiguriert auf Sandrik LP. Warum da jetzt keine Erlaubnis gewährt steht, das kommen wir, glaube ich, gleich noch zu. So, ich gehe wieder an die Sicherheitskonsole und da lege ich jetzt diese Biometriekarte ein. Und jetzt müssten wir eigentlich auch... Ach nein, genau, ich lege die Biometriekarte erstmal in den biometrischen Karteneditor. Und klicke jetzt an Deponieren, Extrahieren, Fertigen, Bauen und Sicherheit. Ich programmiere jetzt hier die Karte komplett auf alles. Und jetzt hat auch Sandrik wieder kompletten Zugriff auf den Computer und darf alles machen. Das finde ich eigentlich eine ganz nette Sache, weil du kannst nämlich mit dieser Biometriekarte auch einzelnen Usern gestatten, sie dürfen nur was rausnehmen oder sie dürfen nur was reinlegen oder sie dürfen die Fertigungskonsole benutzen. Das kann man alles schön einzeln simulieren. Aber wir wollten ja den drahtlosen Zugangspunkt machen. Jetzt kann ich hier draufklicken und wir sehen, ich habe hier kompletten Zugriff auf unser Computersystem. Die Reichweite ist halt noch ein bisschen gering. Wenn wir die jetzt noch ein bisschen erhöhen, dann macht das durchaus natürlich viel mehr Sinn. Deswegen gucken wir uns jetzt noch die Reichweitenerhöhung an. Das haben wir hier. Drahtlosverstärker nennt sich das. Das ist wieder eine relativ teure Angelegenheit, denn wir brauchen Enderstaub und bekommen 2 Stück. Und wir brauchen eigentlich für eine hohe Reichweite richtig, richtig viel. Enderstaub haben wir natürlich nicht. Deswegen müssen wir jetzt mal so ein paar Perlen da reinschmeißen in den Zerkleinerer. Und weil ich richtig viel haben will, haue ich da gleich mal 30 Stück rein. So, die ganzen Zerkleinerer haben auch nichts zu tun. Jetzt habe ich es weggeschmissen, das war jetzt nicht praktisch. So, dann machen wir das nämlich mal so, dass wir hier möglichst viel auf einmal betreiben. Und dann geht das auch relativ flugs. Jetzt nehmen wir einfach mal kurz die Konsole. Suchen uns schon mal die anderen Materialien raus, die wir dafür brauchen. Das war Flugstaub, da habe ich noch ein bisschen was. Dann brauchen wir Eisen, das habe ich auch noch. Also ich denke, das müsste alles machbar sein jetzt. Certus auch, das müsste mit reinem funktionieren, den lege ich schon mal rein. Den Flugstaub lege ich schon mal rein und das Eisen lege ich schon mal rein. So, Enderstaub haben wir auch schon ein bisschen was. Und da haben wir Drahtlosverstärker. Ich habe jetzt schon mal 16 Stück gebaut. Und die legen wir jetzt oben in den Drahtlos-Sendeempfänger. Beziehungsweise den Drahtlos-ME-Zugangspunkt. Jetzt sehen wir haben eine Grundreichweite von 16. Ich lege jetzt mal nur eine rein. Damit sehen wir, es erhöht sich um einen. Und mit jedem weiteren erhöht sich die Reichweite. Und wenn wir da jetzt mal alle reinlegen, die ich habe, die 16 Stück, haben wir schon 80 Meter. Da kommen wir jetzt langsam in Regionen, da fängt das an Spaß zu machen. Denn ja, aber der Energieverbrauch ist auf 40 AE pro Tick gestiegen. Der Energieverbrauch, der ist tatsächlich relativ hoch. Das muss man berücksichtigen, aber jetzt nehmen wir mal zum Beispiel an, wir stehen hier oben auf diesem Gebäude oder in diesem Gebäude, sind am Elektroröhrenmacher oder bauen hier gerade was auf und stellen fest, ach Mist, ich habe wieder das und das vergessen im Computer. Ich muss nicht mehr an die Konsole runterlaufen. Nein, ich habe meine Konsole dabei, ich nehme einfach raus, was ich brauche. Nehmen wir mal, was nehmen wir denn als Beispiel mal? Diese Fackel hier, nehme die Fackel raus und sag, wow, ich hänge jetzt hier eine Fackel hin.
Ja, oder stell sie hier hin. So. Zack. Das finde ich einfach eine sehr elegante Möglichkeit, denn man muss nicht mehr an die Konsole laufen. Gerade wenn man, wie wir hinten die Farm aufgebaut haben. Da könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, dass ich mir so eine temporäre Konsole irgendwo an so ein Kabel dran geklemmt habe, damit ich nicht immer so weite Wege habe. Da hätte ich mir den drahtlosen Zugangspunkt schon gewünscht, aber da waren wir noch nicht so weit. Deswegen, jetzt habe ich ihn endlich. Jetzt fängt es wieder an, Spaß zu machen. Mal gucken, ob ich Sandrick dazu noch bewegen kann, auch so ein Ding zu bauen. Ansonsten würde ich erstmal sagen, wie das Ding funktioniert. Er sagt schon wieder nein. Aber bevor wir jetzt diese Folge beenden, müssten wir euch eigentlich nochmal kurz zeigen, wie die 16K-Komponente gebaut wird. Ja, du könntest ja mal zeigen, wie weit die 80 Meter weg sind. Die 80 Meter, ja, die sind... Geh doch mal zu unseren neuen Farmen, ob du da noch Verbindung hast. Wir wollten auch eigentlich gucken, ob die 16K-Komponente gebaut wird. Aber wir gucken mal. So, hier habe ich noch Zugang. Man könnte natürlich jetzt einfach mal gucken, wie die Koordinate am Plateau ist. So, hier habe ich auch noch Zugriff. Hier habe ich Zugriff. Gehen wir mal bis ganz nach da hinten. Ich kann schon kaum noch unsere Basis sehen. Hier bin ich außer Reichweite, steht jetzt bei mir da. Gehen wir uns mal nähern. Außer Reichweite. Wie sieht es hier aus? Außer Reichweite. Hier geht's. So, irgendwo hier ist die 80 Meter Grenze. Hier geht's auch noch. Hier geht's noch. Hier geht's noch. Hier geht's noch. Hier nicht mehr. So, also bis ungefähr hier sind 80 Meter. Ich finde, das ist schon ganz ordentlich. Also viel mehr müssen da erstmal nicht rein. Und wir haben den kompletten Bereich der ganzen Basis abgedeckt. Denn, also 80 Meter ist schon ganz gut. Ich hatte auf meinem alten Server 160 Meter und das war schon richtig, richtig ordentlich. Da weiß ich auch jetzt, warum mein Computer immer so viel Strom verbraucht hat, weil ihr euer komisches Zeug da dran angeschlossen habt. An deinem Computer hatte ich das gar nicht dran. Das war, glaube ich, Aber Nenox. Der Nenox. Aber ich habe ja bei mir auch kein Stromproblem gehabt. Ja, aber der Nenox hat mir irgendwie 40 Karten da reingehauen. Ach so, ja, das ist natürlich schlecht. So, jetzt wollte ich dann die... Doch, hier. Genau, die 16K-Komponente. Die 16K-Komponente wird gebaut. Dafür brauchen wir 4K, die sind hier auch schon drin. Und wir brauchen 1K, deswegen fangen wir jetzt mit der 1K-Komponente an. Die 1K-Komponente wird gebaut aus Redstone in der 1379, aus Certus-Kristallen, am besten wieder die reinen, in der 246 und der 8 und einem Logikprozessor. Davon müssen wir 3 Stück bauen. Die 3 nehmen wir und legen, beziehungsweise eigentlich viel mehr wie 3, aber 3 Stück, um eine 4K zu bauen. Die 4K wird gebaut, indem wir dann Redstone wieder in die 1379 legen, ein Kalkulationsprozessor in die 2, ein Quarzglas in die 5 und jetzt die 1K-Komponenten in die 4, 6 und 8. Und um die 16K-Komponente zu bauen, müssen wir nehmen Glowstone diesmal in die 1379, Quarzglas in die 5, ein Konstruktionsprozessor in die 2 und jetzt 4K-Speicherzellen in die 4, 6 und 8. Daran merkt man schon, es ist recht teuer und von den 1K-Speicherkomponenten braucht man viel, viel mehr. Ja, ich würde sagen, jetzt wisst ihr, wie man drahtlose Zugangspunkte baut, verwendet, die Reichweite verlängert und vor allem auch, wie man sein Computersystem sicher machen kann. Denn diese Sicherungskonsole, die ich gebaut habe, das gelbe Teil, wo auch die Biometriekarten konfiguriert werden und reinkommen, die haben mit dem drahtlosen System erstmal nicht direkt was zu tun, die funktionieren auch ohne, nur sie sind zwingend erforderlich, um eine Drahtlos-Terminal auf das System anzumelden. Und dann würde ich sagen, für die nächste Folge, da werdet ihr das jetzt öfters bei mir sehen, dass ich das auch benutze. Und ich verabschiede mich damit aus dieser Sonderfolge ME Drahtlose Zugangskonsole. Bis das nächste Mal. Macht's gut, bis dann, ciao. Tschüss.